Bis Samstag werden wir es wohl noch mit einer sehr, sehr heißen Phase zu tun haben, mit sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen. Und dann könnten eventuell am Samstagabend und beziehungsweise am Sonntag Gewitter und Unwetter eine Abkühlung bringen. Und wir werden auch noch zusätzlich auf die Möglichkeit im Winter in diesem Video schauen. Ja, und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu diesem Wetter-Update. Wir gehen rein. Und als allererstes habe ich jetzt mal eine Bitte für euch. Und zwar, wenn ihr Fotos, Bilder, Videos etc. habt, schickt sie mir gerne an justinswetter@gmail.com. Außerdem könnt ihr mir sie auch sehr, sehr gut auf Instagram, Facebook und auch auf Discord schicken. Alles habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt wollen wir uns als allererstes in diesem Update mal eine Sache anschauen. Und zwar das Monatsmittel der Temperaturen bisher im Juni. Und dann sind wir hier aktuell ja bei deutlich unterdurchschnittlichen Temperaturen. Wir haben ja auch erst die Mitte des Junis erreicht, aber vielleicht bleiben sie dann doch relativ unterdurchschnittlich, weil nächste Woche wird sich nach jetzigem Stand eine sehr, sehr kühle Phase ankündigen. Und auch beim Niederschlag würde das dann wohl ähnlich aussehen. Dann wären wir hier weit unter dem, Mittel der Niederschlagszeit rein. Jetzt als nächstes schauen wir uns mal die Situation am Samstag an. Und dann hätten wir dann hier im Süden vor allem Hitze, die sich dann langsam aufbläht und bis in die Mitte ziehen könnte mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann doch schon an die 20 Grad gehen könnten. Und wenn wir 20 Grad in 1500 Metern Höhe hätten, würde das dann bis zum Boden auch gut durchgemischt werden. Und dann würden wir zum Beispiel am Freitag schon Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad bekommen. In diesem Fall dann der Samstag noch heißer, vor allem Richtung Osten 36 Grad möglich, aber auch entlang des Rheins durchaus 36 Grad nicht ausgeschlossen. Und am Sonntag würde es dann wieder kühler werden, nur noch in der Osthälfte Temperaturen bis zu 28 Grad, aber dann würde allmählich die kühlere Luft wieder Oberhand gewinnen. Und dann mit dieser Hitze hier am Samstag verbreitet ja, werden dann wohl auch wieder Unwetter kommen mit deutlich schwüleren Luftmassen. Und diese schwüleren Luftmassen könnten dann für teilweise sehr, sehr kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial würden die dann sorgen. Vor allem im Westen und Süden wäre dies dann der Fall. Aber auch im Norden kann man das ein oder andere heftige Gewitter nicht ausschließen. Und wenn wir uns dazu die Kelbwerte anschauen, sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier im Süden deutlich erhöhte Kelbwerte. Aber auch Richtung Benelux, Richtung Westdeutschland hätten wir dann doch diese deutlich erhöhten Kelbwerte. Wollen wir jetzt das Aktuelle mal abschließen, wollen wir jetzt ein bisschen mal in die Mittelfrist schauen und da wird doch nach jetzigem Stand, nach einem Lauf des GFS-Modells, wird dann eine große Hitze berechnet, da würden sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen aus Südwesten nach Deutschland gelangen und dann hätten wir dann doch Temperaturen in 1500 Metern Höhe von 20 Grad und mehr bei uns in Deutschland. Das wären dann locker 35 bis 40 Grad in 2 Metern Höhe. Also das könnte dann nochmal Richtung Ende Juli sehr, sehr hitzig werden, aber viele Läufe rechnen aber auch in eine sehr, sehr kühle Phase, aber auch einige wiederum diese mögliche Hitze, die uns dann Ende Juli da noch beschäftigen könnte, also hier Richtung Deutschland mit diesen sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen, die uns dann erreichen könnten. Gehen wir weiter, schauen wir dann jetzt auf das CFS für den 11.8. und da würden dann sehr, sehr warme Luftmassen aus Südosten an Deutschland vorbeiströmen. Andererseits würden dann aus Nordwesten deutlich kühlere Luftmassen nach Deutschland gelangen und dann hätten wir dann doch Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann teilweise nur bei um die 5 Grad bei uns in Deutschland liegen würden und das wäre doch sehr relativ frisch. Und dann gehen wir dann jetzt noch auf die Möglichkeiten im Winter ein und da sehen wir mit diesem Hintergrundbild, wie gesagt, die Möglichkeiten im Winter und das könnte nach jetzigem Stand ja eine sehr, sehr kalte Vorweihnachtszeit werden mit einer sehr, sehr kalten Nordströmung, die uns dann erreichen könnte mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann doch teilweise an die minus 10 bis minus 15 Grad bei uns in Deutschland rangehen könnten. Und andererseits würde es dann Richtung Heiligabend mit einer Südwestströmung wieder zu Weihnachtstauwetter kommen. Also da würde dann wieder was in Sachen kühlerer Temperaturen auf jeden Fall kommen.
Was wir auf jeden Fall noch jetzt machen müssen, sind die Temperaturen in 1500 Metern Höhe für Heiligabend. Und da sehen wir dann doch über Mitteleuropa sehr, sehr warme Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Das wäre halt das übliche Weihnachtstauwetter mit sehr, sehr warmen Temperaturen, wie wir es eigentlich die letzten Jahre auch hätten. Also die Möglichkeiten im Winter Richtung Heiligabend nach jetzigem Stand sehr, sehr warm. Zuvor immer wieder sehr, sehr heftige Kaltlufteinbrüche durchaus möglich. Und jetzt schauen wir noch zum Schluss auf die NOAA, denn das ist nämlich die Temperaturabweichung jetzt für den Dezember. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr deutlich zu warme Temperaturen bei uns in Deutschland. Mit teilweise 1 bis 3 Grad zu warmen Temperaturen im Dezember. Also es wären dann im Schnitt 1 bis 3 Grad zu warm. Auch Richtung Osteuropa sehr, sehr warme Temperaturen oder sehr, sehr überdurchschnittliche Temperaturen, die dann hier nach jetzigem Stand gemessen werden würden. Nur Richtung Nordeuropa leicht erhöhte Temperaturen oder Mitteltemperaturen. Also was wir festhalten können, der Winter, der könnte, ja, oder der Dezember könnte dann doch deutlich zu warm ausfallen. Das müsste es jetzt auch mit diesem Update gewesen sein. Ich wollte es jetzt nicht in die Länge ziehen. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr heute Gewitter hattet und was ihr dann jetzt davon haltet, dass eventuell es wieder zu Weihnachtstauwetter kommen könnte. Also, ich würde mich über Kommentare, Likes und Abos freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Update wieder. Schaut auch noch gerne in meinem Merch-Shop vorbei. Werde Kanalmitglied, aber wie gesagt, alles kein Muss. Und wir sehen uns dann morgen früh in der morgendlichen Wettervorhersage.